Am Mittwoch ließ Katja Walter die Tür zu ihrem Geschäft Kinnings Kindermoden in der Wismarer Innenstadt noch auf. Offiziell wurde sie noch gar nicht zur Schließung aufgefordert. Wir Einzelhändler hören bis jetzt auch nur das aus den Medien, was wir in den sozialen Netzwerken lesen, wobei da viele Fake News unterwegs sind, von denen wir dann auch nicht wissen, was ist jetzt tatsächlich angesagt. Aber ein Vertreter der Stadt ist bis jetzt oder von den zuständigen Behörden ist bis jetzt nicht auf uns zugekommen, nein. Eigentlich wollte die Unternehmerin in diesem Mai das 6-jährige Jubiläum des Geschäftes feiern. Doch nach Feiern ist ihr momentan gar nicht zumute. Mit der sofortigen Schließung steht Katja Walter vor dem Ruin. Mieten, Gehälter und Sozialleistungen laufen unbeirrt weiter. Im textilen Einzelhandel ist es jetzt einfach so, wir haben jetzt die gesamte Ware für den Frühling und den Sommer bekommen. Es sind einige 10.000 Euro. Der Laden ist voll und da alles, was wir nicht bis Juni verkauft bekommen haben, geht in den Zähl normalerweise. Und dann kommt schon im August die Winterware, die Herbst-Winterware. Und wenn wir jetzt schließen und das Ostergeschäft ausfällt, dann ist es einfach unmöglich, diese Ware zu verkaufen und die Einnahmen zu haben, um die nächsten Kollektionen wieder zu bezahlen. Und wir ordern halt im Voraus. Ich habe die Herbst-Winterware, ist schon lange bestellt. Wir können es dann einfach nicht bezahlen. Ja. Katja Walter hat sich schon mit der Bank in Verbindung gesetzt, aber auch dort fehlen noch klare Informationen, wie die Unternehmer in Not an Hilfskredite kommen. Eigentlich möchte sie auch gar keinen Kredit aufnehmen. Schließlich hat sie sich vor 6 Jahren bewusst dafür entschieden, das Geschäft ohne Schulden aufzubauen. Katja Walter würde gerne die Kindermode weiterverkaufen, unter Berücksichtigung der strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Wir desinfizieren unseren Tresen regelmäßig. Wir lassen unsere Tür offen, die muss niemand anfassen. Wir bieten kontaktloses Zahlen an. Es muss noch nicht mal Geld fließen. Also das Geld fließt natürlich trotzdem. Aber wir müssen gar kein Bargeld entgegennehmen. Also, und es ist jedem Kunden ja selbst überlassen, unseren Laden zu betreten oder nicht. Er ist sich des Risikos ja durchaus bewusst. Und wenn ich sehe, was für lange Schlangen in den Discountern oder in den Supermärkten sind und auch in den Drogeriemärkten, dann kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum wir kleinen Geschäften mit so wenig Kundenverkehr nicht öffnen dürfen. Wenige hundert Meter weiter hat Volker Stein, der Filialleiter der Wismarer Hugendubel-Filiale, derzeit jede Menge Zeit. Zeitungen und Zeitschriften kann er aussortieren und zurücksenden, denn wenn der Buchladen wieder öffnet, werden diese veraltet sein. Tatsächlich kommt Volker Stein sogar mal wieder zum Lesen. Da haben wir jetzt auch Zeit zum Lesen, ja. Und unfreiwillig zwar. Also ich lese zum Beispiel gerade ein Buch, das heißt Gestohlene Erinnerung. Da geht es auch um einen Virus, den hatte ich vor ein paar Tagen angefangen, als wir das Ganze noch gar nicht so geahnt haben. Und komischerweise gab es ja 1988 schon mal ein Buch von Dean Koontz, hieß Die Augen der Dunkelheit. Und da ging es um den Wuhan-Virus, der im Jahre 2020 ausbricht und die Lungen der Leute befällt. Ne? Also Zufälle gibt es. Bei Hugendubel als Kette wurde schon von der Zentrale in München aus reagiert. Die Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit. Wann und ob hier Veranstaltungen wie Lesungen wieder stattfinden können, steht derzeit vollkommen in den Sternen. Für die Kunden bleibt Hugendubel online weiter erreichbar. Hugendubel hat natürlich eine Service-Hotline geschaltet, die eingeblendet wird. Und wir sind über hugendubel.de natürlich zu erreichen. Und also alle Bücher, die bei uns bestellt werden im Internet, werden auch versandkostenfrei zugestellt. Insofern also muss jetzt keiner, wenn jetzt ein Schüler zum Beispiel Prüfungen hat und noch unbedingt etwas lesen muss, Prüfungsvorbereitung, den Schimmelreiter wird zufälligerweise gerade aufgegeben von der Deutschlehrerin. Also das kann alles über hugendubel.de bestellt werden. Leere Straßen in der Wismarer Innenstadt, Geschäfte, die sich von der Krise einfach nicht mehr erholen. Das ist die düstere, aber leider sehr reale Zukunftsprognose. Auch die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft steht in engem Kontakt mit betroffenen Einzelhändlern. Hier hofft man auf den Zusammenhalt des Netzwerkes. Wir können da als WWG an der Gesamtsituation nichts ändern. Wir können auch keine Kredite ausgeben, das ist, denke ich, auch klar. So haben Sie die Frage auch nicht gestellt. Wir würden auf unserer Homepage Informationen weitergeben, so wie das andere Wirtschaftsvereine und die größeren Unternehmen auch machen. Und Möglichkeiten bieten wollen, also wenn wir Informationen erlangen, dass zum Beispiel bestimmte Sachen gesucht werden, dass wir vielleicht dann auf unserer Homepage dies offerieren und vielleicht Lösungen sich ergeben und die wir dann anleiern können.
Das wäre eine Möglichkeit. Also gefragt ist der Pioniergeist von vor 30 Jahren, dass man also wieder zusammenhält und möglichst sich gegenseitig unterstützt. Eine Frau mit Pioniergeist ist Britt Heinrich. Auch sie musste die Tür ihres Geschäftes Parfümerie Hennings nun schließen. Es ist eigentlich gar nicht greifbar. Es ist so fassungslos, dass wir sind, was es eigentlich wirklich bedeutet, was auf uns zukommt. Man hat natürlich sämtliche Szenarien im Kopf. Wir versuchen uns gegenseitig immer noch zu mobilisieren nach dem Motto, seid positiv, bleibt positiv. Wir hoffen ganz händeringend, dass der 20. April so im Raume steht durch die Politik, dass das unser Startschuss für unser neues Leben wieder wird. Aber ob, das wissen wir eben alle nicht. Sie musste schon jetzt ihre Mitarbeiterzahl von 6 auf 4 reduzieren. Und die sind nun in Kurzarbeit. Doch genau diese Kurzarbeit verursacht erst einmal Kosten, ohne tatsächlich Einnahmen generieren zu können. Ein Teufelskreis. Wir alle haben Mieträume. Sie müssen auf Schlag unendlich viele Gelder für Mieten, für die ganze Ware. Es wird alles fällig. Es rauschte ein irre Kostenberg auf uns zu. Und trotzdem müssen wir das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter erstmal vorfinanzieren. Wir könnten kündigen, dann geht es vom Arbeitsamt. Es wäre für uns einfacher gewesen. Man hätte jetzt diese Vereinfachung, die man uns schon angeboten hat, gleich auch so gelegt, dass es automatisch vom Arbeitsamt gezahlt wird. Noch wissen wir ja nicht, wird es überhaupt alles genehmigt. Es ist auch da, bleibt das Verfahren, erst anzeigen, dann abwarten, dann genehmigen oder nicht. Auch das steht im Moment noch alles in den Sternen. Einen Onlinehandel gibt es für die Parfümerie Hennings bisher nicht, aber oben zitierter Pioniergeist erzeugt auch in dieser schweren Zeit Lösungen, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Selbstverständlich bleiben wir für unsere Kunden erhalten. Wir sind da, wir haben eine Telefonnummer, man kann uns anrufen. Wir haben eine Hotline, auf der man per WhatsApp, per Telefon sich mit uns in Verbindung setzen kann. Es ist die Möglichkeit, uns gerne eine Nachricht auf die WhatsApp zu schreiben. Dann nehmen wir sie als sozusagen als Werbepartner auf. Die Zeit bleibt ja in dem Sinne nicht stehen. Deswegen fällt der Geburtstag von der Freundin oder von dem Familienmitglied nicht aus. Und auch Ostern wird einfach nicht verschoben. Und der ein oder andere möchte eventuell dann doch sagen, ach Mensch, ne, Ostergeschenke oder ein Geschenk, ich hätte schon gerne eins. Für Kinder stelle ich mir das ganz dramatisch vor, wenn die Kindergeburtstage ausfallen. Na, also das sind natürlich viele Geschichten, dafür möchten wir da sein. Und wir bereiten auch gerade das vor, dass wir praktisch über den WhatsApp-Status, den man ja dann persönlich einfach einsehen kann, dass man Werbemaßnahmen darüber macht. Einfach nochmal, wir wollen ja auch weiter positiv bleiben und einfach informiert. Man überlegt natürlich, wie bringt man es dann auch rüber. Wir brauchen Geld, ja, aber wir wollen auch nicht da stehen nach dem Motto, wir wollen jetzt reich werden. Nach dem Motto, sehen die denn nicht die Gesundheit? Die Gesundheit liegt uns allen, wirklich allen, am Herzen, um Gottes Willen. Und das steht an erster Stelle. Und trotzdem sehen wir, dass es einfach weitergehen muss. Die Geschäftsinhaber in der Wismarer Innenstadt stehen noch unter Schock. Und trotzdem müssen sie weitermachen mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Hoffnung.